Ich heiße euch allerherzlichst willkommen zu einem neuen Video von mir. Zunächst einmal Grüße an den lieben Sebastian, einen meiner Zuschauer. Ohne ihn wäre dieses Video so nicht entstanden. Erstens nicht in der Informationsfülle und zweitens auch vom Thema her wahrscheinlich gar nicht, da ich von der Jägerleitstation Vogelbeere in meinem Leben noch nichts gehört habe und es darüber auch relativ spärliche Informationen nur gibt im Internet. Um euch das mal eben so ein bisschen näher zu bringen, was das überhaupt ist, lese ich euch mal eben etwas vor. Das ist ein Zitat aus einem Buch, den Titel kenne ich jetzt leider nicht, aber das nehmen wir mal eben als Einleitung, damit man so ein bisschen in der Thematik wenigstens drin ist. Entschuldigung, ich zitiere. Unter dem Begriff Jägerleitdienst werden alle Truppen, Einrichtungen und Verfahren zusammengefasst, die dazu dienten, eigene Jagdflugzeuge und Verbände an feindliche Flugzeuge und Verbände, Klammer auf, auch im Blindflug, Klammer zu, heranzuführen, bis erstens optische Auffassung des Gegners erfolgte, also man den Gegner aus seinem Flugzeug selber sehen konnte, oder zweitens elektrische Auffassung des Gegners mittels eines Bordfunkmessgeräts möglich war und im Anschluss daran die Zielbekämpfung erfolgte. Was nichts anderes bedeutet, dass die Reichweite dieser Jägerleitdienste mitunter nicht unbedingt ausgereicht hat, ne, weil die anderen Flugzeuge sich ja auch noch weiter fortbewegt haben, hatte man dann entsprechend diese Bordfunkmessgeräte noch in den Flugzeugen installiert und konnte dann so selbstständig da noch hin navigieren. Ja, das im Großen und Ganzen erstmal als Einleitung. Wir haben in Bippen so eine Jägerleitstation. Und das Ganze seht ihr hier auf der Karte schon mal markiert. Das ist der rote Kringel und da befindet sich das Lager. Etwas oberhalb des roten Lagers, das zeichnen wir euch gleich noch an oder stellen euch das auf einer anderen Karte dar. Da befanden sich dann die zwei Reihen mit den entsprechenden Pilertürmen, die diese ganze Funkgeschichte dann abgewickelt haben. Ja, so schnell kann es gehen und schon sind wir hier auf der nächsten Bildtafel und haben hier den Unterkunftsbereich oder den Arbeitsbereich, das Lager der Jägerleitstation Vogelbeere. In der Mitte befindet sich, wie man unschwer erkennen kann, der Appellplatz. Alles Weitere könnt ihr der Tafel entnehmen. Oberhalb der Tafel, das heißt auch oberhalb der Wegstruktur, da haben wir die Pilertürme, die Heinrich-Peiler, sogenannten. Da haben wir einmal den Heinrich-Peiler Typ Nummer 1 und auch Nummer 2. Darauf kommen wir gleich nochmal etwas genauer zu sprechen. Da haben wir auch noch Bildeinblendungen für. Und ja, wir haben oben die Peiler eingezeichnet. Wir haben eine ziemlich lange Begehung durchgeführt. Zu dem unteren Lagerbereich können wir eigentlich alle Strukturen zeigen. Man sieht immer irgendwo noch etwas und wenn es nur Erdwälle sind. Oben bei den Pilertürmen gestaltete sich das Ganze schon etwas schwieriger. Wir haben aber immerhin 5 von 10 noch ausfindig machen können. Wo die anderen 5 sind, das können wir einfach nicht sagen. Eventuell hat man die Betonklötze da aus dem Wald entnommen oder man hat sie vielleicht irgendwie zusammengeschoben, Erde drüber getan oder wir haben sie einfach nicht gefunden. Es mag sein, dass vielleicht der Emil irgendwo steht, uns aber einfach nicht erschlossen hat, wo wir den hätten finden können. Und wir haben das recht genau vermessen eigentlich und sind da auch ziemlich zielstrebig durch die Gegend gelaufen, sage ich mal. Naja, das Ganze zeigen wir euch jetzt gleich in weiteren Bildtafeln. Damit man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann, haben wir das alles nochmal auch hier auf eine aktuelle Google Maps Karte übertragen und die Standorte da ziemlich genau eingezeichnet. Vor allen Dingen den Standort des Lagers, den ihr da unten unschwer erkennen könnt. Das ist diese Ansammlung von Rechtecken oder Vierecken. Ja, darüber sind dann letzten Endes wieder diese Heinrich-Peiler, die rot markierten,
Das sind die, die uns bekannt sind. Demnach suchen wir den Emil gar nicht, wie ich gerade gesagt hatte. Den Emil kennen wir. Ich habe ihn sogar jetzt gerade vor Augen, wo ich drüber nachdenke, wo er da liegt. Die Gelben, die sind uns eben nicht bekannt. Die haben wir nicht gefunden. Und wir schalten jetzt auch mal ins Außenstudio, damit wir da zunächst überhaupt mal einen Anfang reinbekommen. Also fangen wir jetzt mal an unten im Lager, und weitere Bildtafeleinblendungen, die werde ich euch dann im Laufe des Videos immer mal wieder mit einblenden. Dann viel Spaß beim Anschauen. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen im Außenstudio-Bereich. Ich habe euch ja gerade schon aus dem Off die Jägerleitstation Vogelbeere erklärt, wofür die da war und so weiter und so fort. Wir befinden uns jetzt eben an jenem Ort. Der Dennis ist auch wieder dabei. Der wird mir hier so ein bisschen zur Seite stehen. Der hat auch die Karten, zum Beispiel das Kartenmaterial. Und dann gehen wir hier gleich die einzelnen Stationen ab. Zunächst einmal in diese Richtung. Da geht es nach Kleinbokorn. Hier in dem Bereich befindet sich die Jägerleitstation Vogelbeere. Und diese Richtung, da befindet sich Dahlum. Und die ganzen Heinrichpeiler befinden sich hier vorne in diesem Waldstück. Wir beginnen jetzt zunächst einmal hier, und zwar haben wir hier schon die erste Struktur. Und als allererstes muss ich die Linse sauber machen, da hatten wir Wasser drauf. So, die Wache. Dazu blende ich euch auch noch entsprechende Fotos ein. Wir haben da noch ein bisschen Material. Die Wache befand sich hier vorne. Wir sehen hier noch so eine Art Wall. Hier ist eine Kuhle. Das ist jetzt alles nicht super spannend, aber wir können eben aufgrund dessen, dass wir diese Karte haben mit den genauen Eintragungen, diese Orte auch komplett nachvollziehen. Von der Wache aus, hier hat man hier auch einen super Blick, ne? Man kann entsprechend komplett da entlang schauen und auch hier vorne in diese Richtung das ganze Gebiet überwachen. Und wir verlegen jetzt von der Wache dann zur zweiten Struktur. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen an Struktur Nummer 2. Und hier gibt es dann auch endlich mal, das heißt endlich, wir haben ja erst eine gehabt, aber hier gibt es dann auch wirklich was zu sehen. Und zwar sind wir hier an dem zweiten Feuerlöschteich, den man hier auf dem Gelände angelegt hat. Der ist auf der Originalskizze, die uns da vorlag, nicht mit eingezeichnet, eben aufgrund des Maßstabes, beziehungsweise weil es das vielleicht einfach dann alles ein bisschen zu viel gewesen wäre an Informationen auf dem Zettel. Wir verlegen jetzt, ich habe euch das ja auch eingezeichnet auf der Karte, wo wir uns befinden, wir bewegen uns jetzt rüber zu der Baracke der Arbeitsmeiden, und das liegt da vorne, und da schauen wir uns mal, was davon noch zu erkennen ist. Wir befinden uns an Struktur Nummer 3. Wir sehen hier wunderbare Betonüberreste, und zwar ist das das Fundament der Baracke der Arbeitsmeiden. Das Gebäude selber bestand aus Holz, aber diese Fundamentreste sind eben noch da. Ich zeige euch das natürlich auch in der Karte, wo das genau ist. Und hier haben wir quasi einen direkten Übergang zum Auswertungsgebäude, welches aus Stein bestand. Und da laufen wir jetzt mal hin, was nämlich hier in diese Richtung liegt. Und mal eben schauen, was wir davon noch sehen können. Vorne gibt es noch mal einen Blick auf den Feuerlöschteich. Hier befinden wir uns auch schon in dem Bereich der des ehemaligen Auswertungsgebäudes. Hier gibt es dann jetzt so auf den ersten Blick nichts wirklich Spannendes mehr zu sehen. Wir gehen noch mal eben hier nach oben. Ja, das muss ich dann sagen, hier, wir hatten das in der Voraufklärung noch ein bisschen besser erkannt. Wir müssen noch mal schauen, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen rausarbeiten können, aber ich sehe jetzt hier gerade nicht mehr davon. Geradeaus vor uns
ist der Appellplatz. Das heißt, dieses gesamte Gelände, was ihr da seht, was hier so runter geht, dieser Bereich, das ist der Bereich des ehemaligen Appellplatzes. Und wir verlegen jetzt da vorne rüber, wo ihr den Dennis seht. Und da kommen wir zur nächsten Struktur. Und das ist der Speiseraum mit der Küche. Und da schalte ich euch dann wieder zu. Ja, damit sind wir im Bereich der ehemaligen Küche. Ihr seht hier noch entsprechende Erdwelle, Splitterschutzwelle, die man hier auch drumherum gebaut hat, eigentlich um jedes Gebäude. Und hier in dem Innenteil war dann dieser Küchenbereich. Am Ende, da haben wir noch auch Struktur erkennbar. Da gehen wir jetzt mal rüber. Das könnte ein Brunnen sein. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit der Fähr- und Entsorgung dieser Küchenzeile hier zu tun. Ja, hier vor uns der Küchenbereich. Und hier unten haben wir noch diese betonierte Struktur. Wir gehen da mal eben rein. So sieht das hier aus in dem Teil. Das müsste man vielleicht mal, um es genau feststellen zu können, was es war, freilegen. Da unten haben wir noch einen Geocache, der da liegt. Das ist hier ganz interessant gestaltet. Da hat sich jemand so eine Geschichte ausgedacht. Man ist da so, ich glaube, man... Letztendlich ist man ein Flakhelfer und dann gibt es hier so eine Geschichte dazu, die einen hier an verschiedene Orte führt. Das ist ganz nett gemacht. Müsste aber auch mal überarbeitet werden, weil die Eintragungen sind nicht mehr super lesbar. So, dann haben wir das jetzt auch gefilmt. Das war der Küchentrakt. Und vor uns liegt der Appellplatz. Was sagst du, Dennis? Nee, da ist der Dusch- und Waschbereich. Da ist der Dusch- und Waschbereich. Dann haben wir den Appellplatz dann entsprechend da vorne rechts. Aber wir hatten es ja gerade von dem einen Teil schon gesehen. Wir gehen jetzt in den Dusch- und Waschbereich rüber. Markiere ich euch natürlich auch wieder auf der Karte. Und das war auch aus Holz gestaltet. Und es ist auch klar, dass das hier der Dusch- und Waschbereich ist, weil wir hier zur Linken nämlich den zweiten Feuerlöschteich haben. Da gehen wir jetzt erstmal eben kurz hin, einmal ranfilmen, dass ihr die Struktur hier erkennen könnt. Ja, und hier haben wir dann auch wieder den Brückenschlag zu dem Special Ammunition Storage in Kitzingen, wo ich nämlich in Kitzingen, wo ich sagte, dass die Wehrmacht auch schon derartige Feuerlöschteiche in dieser Form angelegt hat, wie die Amerikaner das da in kleinerer Version auf dem Gelände haben. So. Dusch-Waschbereich, das sind diese Fundamente hier vorne. Wir haben hier vorne auch noch besser erkennbare Struktur. Dennis geht da schon voraus. So, richtig. Hier haben wir nämlich auch noch Fundament zu erkennen. Beziehungsweise hier links haben wir einmal Struktur, dort haben wir Struktur. Und das Ganze, ja, führt hier irgendwie so nach unten. Ich weiß es nicht, ob man da auch so eine Art Keller hatte oder sowas. Jetzt aus dieser Position heraus schwer zu sagen. Auf jeden Fall sieht das hier so, sieht das hier so aus. Dort befand sich der Appellplatz. So, und jetzt gehen wir noch da vorne hin. Da sind nämlich noch die Überreste bzw. die Splitterschutzwelle der Mannschaftsbaracke. Ja, so. Ja, willkommen an der Struktur der Mannschaftsbaracke. Hier hat es auf jeden Fall zwei Mannschaftsbaracken gegeben. Die andere Mannschaftsbaracke ist nicht in die Karte mit eingezeichnet, um die halt wahrscheinlich etwas simpler zu halten. Wir sehen hier immer noch klar, sind wir auch gerade vorbeigelaufen, hier sind die Splitterschutzwelle links. Wie rechts und hier unten drin war dann diese Mannschaftsbaracke untergebracht. Wir sind vorhin über Strukturen gestolpert, in diese Richtung liegend. Da ist auch noch mal so ein Wall zu erkennen. Ich vermute, dass dort die zweite Mannschaftsbaracke stand. Ihr seht, man sieht hier schon was. Aber es ist natürlich jetzt kein mega Highlight und die zweite Mannschaftsbaracke, sag ich mal, wenn die da hinten ist, möchte ich euch jetzt hier ersparen, die Struktur. Das reicht hier völlig aus. Wir gehen jetzt nochmal
hier ein bisschen weiter im Wald rein. Mutmaßlich haben wir hier noch Lagerplätze gefunden, wo man vielleicht Flak-Munition gelagert hat, weil es hier halt auch eine Flak gab. Da schaue ich mal, ob das gleich einen Wert hat, das zu filmen. Ansonsten sehen wir uns dann in der darauf folgenden Szene wieder. Ja, nicht ganz so voreilig. Wir haben hier noch eine ganz tolle Zeichnung, die ein Zeitzeuge über dieses Lager angefertigt hat. Und zwar von der Draufsicht von den Heinrich-Pylon auf das Lager. Und in der Bildmitte mit diesen Wellen drumherum, da seht ihr nämlich die Mannschaftsbrakenstruktur, wo wir jetzt gerade zum Schluss gefilmt haben. Rechts daneben, das wandert dann so aus dem Bild heraus, das soll der Feuerlöschteich sein. Dann wiederum in Verlängerung der Mannschaftsbaracke haben wir die Duschunterkünfte oder die WC und Dusche. Dahinter ist die Küche befindlich und dann da oben halt ist dann wieder der Arbeitsbereich oder die Unterkunftsgebäude der Arbeitsmeiden und auch die Auswertungsstelle mit in der Mitte auch befindlichem Appellplatz. Ja, das Ganze habe ich euch jetzt mit Mühe und Not irgendwie mit den roten Pfeilen noch markiert. Ich hoffe, ihr konntet dem Ganzen folgen. War auf jeden Fall hier eine aufschlussreiche Zeichnung, die dann letzten Endes auch das bestätigt, was wir da an Strukturen vorgefunden haben. So, mal eben hier so ein kleinen Zwischenton zu der ganzen Geschichte. Ihr seht hier eine wunderbare Ausarbeitung. Dieser Ausarbeitung ist es letzten Endes auch geschuldet, dass ich überhaupt hier bin, weil ich habe von der Jägerleitstation Vogelbeere habe ich noch nie was gehört. Und das ist einer meiner Zuschauer, der Sebastian, der kam da auf mich zu und hat gesagt, ich habe da was. Und ja, wir haben uns hier mal getroffen, der hat mir dieses gezeigt und ich sage euch, guckt euch mal die Dicke an, da ist, das ist, ja, ich sag mal, schon wissenschaftlich gearbeitet, ja, obwohl das eine sechste Klasse war. Das ist in den Jahren 92, 93 entstanden und hier in dem Heft, also dieses Heft ist dann so gesehen der, ach scheiße, warte mal eben. Sorry, das ist ein bisschen alles rumgestolpert hier. Dieses Heft ist ganz einfach die Grundlage dessen, was ich euch hier erzählen kann oder erzähle. Wir haben hier hinten haben wir Interviews mit Zeitzeugen. Wir haben hier vorne alles allerbestens recherchiert. Die sind immer mehreren Quellen nachgegangen. Diese Klasse hatte da einen Tutor, der das mit denen zusammen erledigt hat. Ihr seht hier diese Bilder auch noch, diese historischen. Wie gesagt, diese Bilder sind natürlich, die sind über 30 Jahre alt. Ne? Also hatten wir hier noch das einiges sehr viel besser zu erkennen. Ich muss mal gucken, inwiefern ich euch da noch, ich musste das jetzt gerade leider alles alleine filmen hier, deshalb ist das ein bisschen schief. Ich muss mal gucken, inwiefern ich euch da diese Fotos noch zugänglich machen kann. Ich hätte die natürlich eigentlich ganz gerne nicht in dieser totkopierten Form, wie man das ja nun mal früher hatte. Man hat das ja wahrscheinlich alles irgendwie kopiert oder in einer Kleinstauflage irgendwie drucken lassen. Da kann man leider nicht so, super detailreich das erkennen. Vielleicht komme ich noch an die Originaldokumente dran. Dann blende ich euch die hier selbstverständlich mit ein. Weil diese Fotos sind auch, soweit ich das weiß, sonst eigentlich niemandem bekannt oder der Öffentlichkeit nicht bekannt. Das wurde halt, wie gesagt, nur in diesem Ding hier publiziert. Das war so ein Geschichtswettbewerb, so ein deutschlandweiter, und da hat sich diese Schule bzw. diese Klasse eben daran beteiligt. So, wir gucken jetzt noch einmal eben kurz in dem unteren Bereich und schauen, ob wir da diese mutmaßliche Flak-Munitionsstelle, ob wir die da finden können. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao. So, wir haben jetzt hier noch eine kleine Struktur und zwar haben wir hier eine Bodenwölbung und hier auch eine Bodenwölbung. Also es könnte sein, ja, dass man hier die Flak-Munition gelagert hat, weil die Flak muss ungefähr in diesem Bereich gestanden haben. Das erklärt sich anhand eines Bildes, welches ich euch jetzt auch einblende. Und zwar ist das der Blick auf einen Flakturm, den man da hingestellt hat. Und ja, dass die Flak-Munition dann entsprechend in der Nähe lagerte, ist, ja, wie heißt das, ist... Ne, relativ logisch, beziehungsweise macht natürlich auch Sinn. Man muss da ja auch drankommen an das Zeug. Ist allerdings alles hier mit Vorsicht zu genießen.
Wenn wir hier rausgehen, aus dem Bereich sind wir auch schon direkt wieder an dem zweiten Feuerlöschteich. Ja, gut, macht das möglich sein. Ne? Unmöglich ist das nicht. Gut, wir gucken noch mal eben kurz, ob wir vielleicht den Platz noch finden, wo dieses Notstromaggregat gestanden hat. Und dann gehen wir aber auch wirklich da oben den Berg rauf und gucken uns da mal die Fundamente an. Ja, wir wechseln jetzt hier mal die Seiten. Hier vorne ist der ehemalige Lagerbereich, den ich euch ja gerade schon erklärt habe. Wir bewegen uns jetzt hier hoch auf die Hanglage, da wo die Pfeiler standen. Und hier gab es noch ein Notstromaggregat, was sich auf dieser Seite direkt am Wegesrand befand. Ist ja auch auf der Karte eingezeichnet. Könnte hier gestanden haben. Ne? Könnte sein, dass hier dieser Wagen mit dem Notstromaggregat reingefahren wurde. Es ist allerdings auch möglich, dass es weiter da unten war. Das ist so ein bisschen Mutmaßerei, weil die Struktur einfach nicht so klar erkennbar ist nach all dieser Zeit. Und es war dann letzten Endes, war das ja auch nichts. Das war ja nichts Befestigtes oder so. Das war ja einfach nur eine Erdbewegung, die man da durchgeführt hat, um da so einen Anhänger mit einem Notstromaggregat abzustellen. Von daher, nur damit ihr einen Eindruck habt, wie sieht das hier aus. Und es, wie gesagt, könnte hier gestanden haben. So, jetzt gehen wir aber wirklich da oben hoch. Und dann wird es spannend, denn dann zeige ich euch mal die Fundamente von so einem Heinrichturm. Ja, und die vorangegangenen Ausführungen heiße ich euch herzlich willkommen bei den Bodenfundamenten des Y-Pilers Heinrich 1, schwere Ausführung. Wir sehen hier ich blende euch natürlich auch noch ein Bild dazu ein, verschiedenste Betonstrukturen auf dem Boden. Wir haben hier verschiedenste Sockel, oder sind also Fundamente, wo der Heinrich-Piler dann letzten Endes drauf stand. In der Mitte haben wir hier noch eine große Betonplatte. Wie genau das jetzt hier technisch ablief, was dann auf dieser Betonplatte noch drauf war, das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Allerdings muss ich sagen, haben wir hier auf jeden Fall noch die kompletten Überreste an Beton erhalten. Was man bei den anderen Stellungen hier nicht sagen kann. Wisst ihr, da hinten runter ist noch was, da hinten runter ist noch was. Das habe ich euch ja aus dem Off, oder wenn ich es noch nicht habe, werde ich dann in dem Off noch drauf eingehen und auch auf die Stellungen, die wir selber gefunden haben, die uns bekannt sind. Davon blende ich auf jeden Fall auch Fotos ein, aber es ist immer nur ein Übersichtsfoto. Dann, da stehen natürlich mehrere Betonsockel, aber ein Foto ist dann immer da als Beweisführung, dass es eben noch da stand. So, und jetzt fehlt mir nur noch der Name, wo wir hier genau waren. Aber das werde ich noch mal eben kurz checken. Ja, so, ich habe gerade noch mal eben ganz kurz Rücksprache mit Dennis genommen. Der führt hier auch Fachgespräche. Wir haben hier noch zwei Besucher dabei, die allerdings nicht mit aufs Video wollen. Die unterhalten sich hier sehr angeregt. Das ist schön, weil dann kann ich hier auch ganz in Ruhe filmen. Da guckt mir nicht ständig einer auf die Finger, was ich hier mache. Pfeilerstellung Bertha haben wir hier. Und wir verlegen jetzt von dem Y-Pala 1 der schweren Ausführung in die in dieser Richtung befindliche zweite Reihe, wo man den Y-Pala 2 Heinrich in der leichten Ausführung hatte. Und da werde ich euch ebenfalls die Fundamente, die man zu dem Betrieb oder zum Aufbau dieses Pilers benötigte, filmen. Dann sage ich mal, bis gleich. So, jetzt haben wir hier noch so einen ganz kleinen Schwenk gemacht, weil das ist hier nicht so die Megastruktur, um die tolle Szene zu setzen, also ganz kleines Teil nur.
Wir haben hier die zweite Reihe der Y-Peiler Heinrich und das ist jetzt hier die zweite Version, die leichtere Version. Wir haben hier nur vier Fundamente, die werde ich euch gleich noch eben zeigen. Die Bezeichnung dieser Stellung lautete auch Heinrich. So, bezieht sich natürlich jetzt nicht auf die, ne, auf das System Heinrich, es ist eben der, der alphabetischen Ordnung geschuldet, dass wir hier den Heinrich haben. Hier haben wir eines der Fundamente, das ist offensichtlich ja, zur Seite gerutscht, umgefallen, weggeschoben worden. Das ist, kann man natürlich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, was da passiert ist. Und hier haben wir ein ziemlich abgenagtes dieser Fundamente, was man hier aber noch schön sehen kann. Das sind eben hier diese richtig dicken Eisen, die da verbaut sind. Und die dann ja letzten Endes hier oben in diese Enden münden. Und hier kann man auch natürlich den Zahn der Zeit erkennen. Hier ist noch relativ viel Substanz dran. Und hier ist das nur noch ganz dünn. Ja, ich möchte es nicht. Wäre egal, wenn es jetzt so... Es wäre ab. Ja, nee, zum Glück ist es nicht ab. Ich werde es auch nicht irgendwie fester anfassen. Ich glaube, wir haben hier in der Mitte noch... Ne, hier haben wir auch noch so eine kleine Öffnung. Man sieht hier ganz klar eine Aussparung. Ja, ob das für eine Kabeldurchführung war, weiß ich nicht. Aber... Wir haben das jetzt hier so weit abgefilmt. Wir haben hier mehrere Begehungen durchgeführt in dem Gelände. Die haben uns jetzt also nicht irgendwie schlecht darauf vorbereitet. Das war auch ziemlicher Aufwand. Zu dem Lagergelände kann ich sagen, da waren wir einmal. Wir haben alles an Struktur dort gefunden. Das war alles für uns selbsterklärend und hat super funktioniert. Und jetzt gerade beim Dreh... Irgendwie war der Wurm drin. So richtig flüssig war es nicht. Ich weiß nicht, inwiefern man das dem Video anmerkt, aber da vor Ort sind wir da ganz schön rumgestrumpelt. Gut, nur ne, zur Erklärung, falls man denkt, was hat der da überhaupt gefilmt? Ja, die erste Reihe, die zweite Reihe. Wir sind jetzt hier durch mit der Jägerleitstation Vogelbeere. Ich denke, dass wir hier noch relativ umfangreichen Teil aus dem Off haben und dann auch noch mit entsprechender Bebilderung. Wie sich das Video jetzt genau strukturieren wird, weiß ich nicht. Vielleicht kommt jetzt im Anschluss auch noch mal was. Ich muss mich dann erst zu Hause da hinsetzen und mir da mal einen Plan drüber machen. Aber die Außenaufnahmen sind hiermit erledigt. Und ja, ich danke euch, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn euch das hier oder die Thematik interessiert, lasst gerne ein Abo da. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Joscha und Dexter auf Tour. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, Kakao.